Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Serie. Heute wollen wir uns angucken, ob sich Bitcoin-Mining tatsächlich noch lohnt. Das ist eine große Frage, die ich öfters mal höre. Und man kann sich's nicht so einfach jetzt beantworten. Man kann nicht einfach sagen, nö, Bitcoin-Mining ist total worthless. Denn ja, es gibt genug Leute, die sich tatsächlich immer noch damit ihr täglich Brot sozusagen verdienen. Und das Ganze ist auch eine Arbeit in dem Sinne, auch wenn die Rechner eigentlich die meiste Arbeit tun. Das Ganze muss gewartet werden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist tatsächlich ein Job, aber wir wollen heute die Frage klären, wollen wir das hier in Deutschland oder können wir das hier in Deutschland vielleicht auf unserer privaten GPU noch machen? Lohnt sich das Ganze oder ist es komplett für den Arsch? Gut, das mal vorweggestellt. Wir fangen einfach an. Das Ganze ist heute sehr, sehr mathematisch. Ich will euch direkt zeigen, wie sowas funktioniert, also wie man so eine Rechnung macht. Dann könnt ihr, auch wenn das Video vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist, vielleicht in einem Jahr oder sowas, trotzdem die Rechnung komplett ohne Probleme einfach selbst durchführen. Und ja, wir gehen einfach mal her und wollen natürlich mit unserer aktuellsten Hardware minen. Das heißt, wir brauchen einen sogenannten ARM-Miner. Ein ARM-Miner, die aktuelle Generation ist S9, kostet, ich habe tatsächlich auf der Website nachgeguckt, $2,320, falls er denn mal erhältlich ist. Meistens sind sie ausverkauft. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Netzteil. Das Ding kostet $200. Achtung, wir rechnen jetzt erstmal in Dollar, nachher wechseln wir in Euro und müssen dann wieder zurückrechnen. Ein bisschen ist nicht so schlimm. Warum brauchen wir ein extra Netzteil dafür? Naja, ganz einfach, so ein ARM-Miner frisst einfach so 1375 Watt ungefähr. Ich habe jetzt mit 1300 gerechnet, um ein bisschen netter zu sein sozusagen. Die Dinger sind wirklich Leistungsfresser. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, das Ganze beläuft sich dann auf Kosten, Investitionskosten erstmal von $2,520. Grob zum Umrechnen, das sind 2300 €, würde ich mal so sagen. Also ganz, ganz grob jetzt. Okay. Weiter geht's, müsste sogar ein bisschen weniger sein, egal. Weiter geht's, wir brauchen natürlich auch noch Stromkosten. Stromkosten bedeutet, wir haben ungefähr, das war jetzt wirklich der günstigste Preis, den ich in ganz Deutschland gefunden habe, 33 Cent für die Kilowattstunde Strom. Das ist wirklich sehr günstig. Das muss man aber trotzdem auch erstmal stemmen können mit Bitcoin Mining, sage ich jetzt mal. So, unser ARM-Miner frisst circa 1300 Watt, auch das ist sehr, sehr günstig gerechnet. Damit haben wir am Tag ungefähr 24 mal 1,3 Kilowatt pro Stunde. Das heißt, wir sind bei 31,2 Kilowattstunden insgesamt. Und das bedeutet, wir haben Stromkosten von 10,29 Euro jeden Tag, wo dieses Ding läuft. Normalerweise lässt man so einen ARM-Miner wirklich 24 Stunden laufen. Ist eine schöne Heizung übrigens. Also ich habe keinen ARM-Miner, aber ich habe mal ein paar Coins gemeint. War was anderes, aber ja, es ist trotzdem eine sehr, sehr nette Heizung. Also meine Grafikkarte war dauerhaft bei so 60, 70, teilweise über 70 Grad. Das ist dann schon, da kommt schon eine gewisse Wärme von, sagen wir mal so, an den Knien hoch. Okay, weiter geht's. Wir haben, jetzt wollen wir natürlich, also jetzt haben wir Verlust ausgerechnet, jetzt wollen wir einen Gewinn ausrechnen. Wir haben eine Hashing-Power mit einem ARM-Miner von circa 13,5 Terahashes pro Sekunde. Das müsst ihr euch erstmal überlegen übrigens. Das sind ganz schön viele Hashes. Das sind 13,5 Billionen Hashes die Sekunde. Das ist so fucking viel. Das ist unglaublich, aber ja, das braucht man für die heutige Bitcoin-Leistung tatsächlich. Und wenn ihr damit Passwörter knacken wollt, dann seid ihr sowieso total easy bedient, aber das ist ein anderes Thema. Was wollen wir jetzt damit machen? Wir wollen Bitcoin berechnen. Wie viele Hashes brauchen wir denn, bis wir eine Bitcoin berechnet haben? Jetzt nehmen wir mal erstmal an, wir wollen einfach eine volle Bitcoin berechnen. Wie viele Hashes brauchen wir? Dieses Ding ist tatsächlich als Formel ausrechenbar. Und zwar die Network Hash Rate. Das heißt, wie viele Hashes pro Sekunde gibt es insgesamt im Bitcoin-Netz? Und dann teilen wir das Ganze durch den Reward, den wir immer bekommen. Das sind so 12,5 Bitcoin alle 10 Minuten. Klar, es kommt noch ein bisschen Fees drauf oder sowas, aber die ganze Rechnung ist nett gerechnet, da können wir auch mal auf die 12,5 gehen. Die kriegen wir auf jeden Fall. So, das heißt, das ganze Netzwerk bekommt ja 12,5 Bitcoin. Das heißt, wenn man das jetzt aufteilt auf die Hashrate, dann, ja, man braucht natürlich ein bisschen Glück oder man darf zumindest kein Pech haben, sonst hat man hier sowieso verschissen, aber egal. Okay, wie berechnet sich die Network Hash Rate? Naja, die kann einfach gefunden werden und zwar auf blockchain.info, die Seite habe ich euch schon 100 Mal gezeigt. Das ist einfach, ja, da gibt es mehrere Charts und da gibt es auch einen Chart mit der aktuellen Hash Rate. Ich habe jetzt in meinem Fall einfach mal diese Hash Rate hier ausgelesen. 18.500 Petahashes oder 18,5 Millionen Terahashes die Sekunde. Und dann generieren wir natürlich immer noch 12,5 Bitcoin alle 60
alle 600 Sekunden. Also so war das Ganze ausgerechnet ungefähr. So, jetzt haben wir natürlich hier Bitcoin, wir haben Terahash und wir haben Sekunden. Die Sekunden kürzen sich dankenderweise raus. Jetzt lösen wir das wirklich einfach alles nacheinander auf. Und dann kommen wir auf eine Zahl von, jetzt muss ich die Punkte gucken. 888 Millionen Terahashes pro Bitcoin. Das heißt, eine Bitcoin ist 888 Millionen Terahashes wert. So, jetzt können wir diese Zahl natürlich einsetzen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schwer. Das heißt, wir bekommen in der Sekunde tatsächlich, also wir haben ja 13,5 Terahashes die Sekunde. Das heißt, wir können ausrechnen, wie viele Bitcoin wir in der Sekunde generieren. Das sind 0, ihr könnt selber lesen, sehr viele Nullen, 1, 5 Bitcoin in der Sekunde, die wir generieren. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Praktisch ist es nicht so viel. Wir können das Ganze natürlich hochrechnen und dann kommen wir am Tag auf 0,00131351,4 Bitcoin, die wir jeden Tag generieren. So, wenn wir das jetzt umrechnen zum aktuellen Kurs, dann sind das in Euro circa 17 Euro oder 17,075 Euro, die wir an einem Tag generieren. Jetzt werden wahrscheinlich alle schreien, juhu, wir kaufen uns Antminer und fangen an zu minen. Nein, das Ganze ist nicht ganz so einfach, denn erstens mal haben wir natürlich auch noch Fees, die wir da abziehen müssen. Das sind Pool-Fees, ungefähr 1%. Oftmals sind sie teurer, achtet auf euren Pool, da wird wirklich immer angegeben, wie viele Fees ihr dabei habt. Das heißt, wir verdienen am Tag tatsächlich wirklich Gewinn 5 Euro und 7,1 Cent. So, das sind in Dollar 6,184 Dollar. Das bedeutet, wir haben den Antminer abbezahlt nach 407 Tagen. Jetzt hört sich das ja erstmal richtig, richtig geil an und jeder von euch ist wahrscheinlich jetzt drauf und dran, sich so ein Ding zu kaufen. Aber hört mich zu Ende an, bitte. Und zwar gibt es noch eine große oder mehrere große Probleme. Und zwar, die Difficulty ist Tendenz steigend. Wenn ihr euch das Chart-Dingens mal anguckt, das heißt, wenn ihr euch auch mal die Hashrate anguckt, die ja eigentlich genau die Difficulty beeinflusst, dann habt ihr hier das Problem, die Hashrate steigt kontinuierlich, weil auch der Bitcoin-Preis relativ stabil nicht steigt, aber schon am Steigen ist. Und dadurch wird natürlich immer weniger Gewinn für euch ausgeschüttet mit diesen 13,5 Terahashes. Das heißt, ihr werdet vielleicht jetzt aktuell noch 5 Euro Gewinn am Tag machen, aber in einem Monat oder sowas seid ihr vielleicht bei so 2 Euro Gewinn und nach 2 Monaten oder nach einem halben Jahr macht ihr dann tatsächlich miese mit den Stromkosten. Das heißt, ihr habt höchstwahrscheinlich mehr Stromkostenausgaben als überhaupt Einkommen. Und das ist ziemlich bewundernswert, muss ich sagen. Und dann zahlt sich natürlich auch der Antminer überhaupt nicht ab. Ich habe das tatsächlich mal rausgerechnet auf mehrere Wochen, Tage oder sowas, also halt über das letzte halbe Jahr zum Beispiel. Und da kam wirklich dann nach einem halben Jahr schon ein deftiges Minus bei raus. So, das andere Problem sind Halvings. Halvings bedeutet, alle 4 Jahre wird ja die Bitcoin-Anzahl, die man bekommt durch einen neuen Block, wird ja halbiert. Das heißt, alle 4 Jahre werden diese 12,5 Bitcoin oder aktuell sind 12,5 Bitcoin nach 4 Jahren, nachdem das eingeführt wurde, das ist jetzt in ungefähr 3 Jahren irgendwas, glaube ich, landen wir bei nur noch 6,25 Bitcoin, sorry. Und dann eben 4 Jahre später nur noch bei 3,125 Bitcoin und so weiter und so fort. Das heißt, es wird immer weniger und immer weniger. Klar, der Bitcoin-Preis steigt eher, als dass er fällt, aber er kann trotzdem auch eher mal fallen. Das heißt, das Ganze ist schon auf Dauer gesehen bei uns zumindest ein Verlustgeschäft. So. Jetzt werden natürlich die Fees hier nicht einberechnet und so weiter. Also momentan müsste man schon ein bisschen Gewinn machen, wenn man das Ganze hier in Deutschland meint. Aber wie gesagt, auf Dauer, also ich meine, ihr müsst ja auch diesen Antminer irgendwie abbezahlen, macht ihr miese damit. Okay, diese Rechnung, die muss man vielleicht selber mal durchführen. Da kann es mal vielleicht Verwirrung geben, warum lohnt sich das jetzt aktuell und wie ist es vielleicht in, keine Ahnung, 2 Monaten oder sowas. Das lässt sich sehr, sehr schwer prognostizieren, sage ich jetzt mal, weil da hängen so viele Variablen drin. Da ist der Kurs von Bitcoin dabei, da ist eben auch diese, wie viele Miner steigen ins Mining-Geschäft ein und so weiter und so fort. Man geht aber davon aus, und das ist jetzt reine Spekulation, Achtung, ja, man geht davon aus, dass sich der Preis von Bitcoin ungefähr so anpasst, dass es für die Miner in Venezuela, das ist das Land mit dem günstigsten Strom, dass sich da gerade noch so ungefähr lohnt. Und das ist natürlich nicht ganz so geil für uns in Deutschland, weil wir verdammt hohe Strompreise haben.
Das heißt aber erstmal, meine Empfehlung, lass das mit dem Mining hier zumindest in Deutschland sein. Wie gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Miner sind gerade im Geschäft. Wenn jetzt alle plötzlich absteigen und nur noch die Leute in, keine Ahnung, Venezuela meinen, vielleicht noch 5 Leute oder sowas, und die Hashrate ist komplett im Eimer, dann lohnt es sich natürlich wieder einzusteigen. Aber dann droppt wahrscheinlich auch der Bitcoin-Preis. Also das Ganze ist so ein bisschen selbstregulierend, weil man natürlich hier Stromkosten beeinflussen den Bitcoin-Preis, also wirklich direkt, die beeinflussen direkt den Bitcoin-Preis. Und der Bitcoin-Preis beeinflusst wieder, wie viele Leute mit dem Mining anfangen. Das heißt, da reguliert sich das Ganze. Es gibt mehrere Ebenen, auf denen sich das Ganze reguliert. Eben die Network-Hashrate, die ihr so nicht wirklich beeinflussen könnt. Das heißt, wie viele Miner minen gerade. Und der Bitcoin-Preis natürlich, den ihr so nicht wirklich beeinflussen könnt. Und dann natürlich der Strompreis, den ihr auch nicht beeinflussen könnt, der aber relativ stabil ist. Okay, und das war's erstmal von meiner Seite. Ich weiß, es war jetzt relativ mathematisch heute. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem soweit folgen und ihr merkt jetzt ungefähr, wo die Probleme für uns zumindest hier in Deutschland liegen. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.